Ein gewaltiger Knall. Und schon verschwindet das Kesselhaus des alten Kohlekraftwerkes in Kiel in einer gigantischen Staubwolke. Zumindest ist es so geplant, doch die Sprengung geht schief. Als die Staubwolke sich verzieht, wird klar, ein Teil des Kesselhauses steht noch. Und nicht nur das, auch ein zweiter Detonationsversuch am Nachmittag kann dem Rest des Kesselhauses nichts anhaben. Teile des Gebäudes bleiben stehen. Besonders kurios, bereits bei einer Sprengung im April gibt es beim Kieler Kraftwerk eine Panne. Ein tellergroßes Metallteil wird durch die Detonation in die Luft katapultiert und schlägt in ein Wohnhaus ein. In 1,5 Kilometern Entfernung. Verletzt wird zum Glück niemand. Der Abriss des Gebäudeteils mit Baggern ist wegen der Instabilität der Anlage nicht möglich. Eine weitere Sprengung soll nun den Abriss beenden.